Scheint mir nicht so. Jetzt müsste man mir sagen, was zum Geier muss man denn hier bitte tun? Naja, wir wissen jetzt zumindest, dass hier sein Herz ist. Ist auch auf. Muss man vielleicht in diese Dinger da reinleuchten? Ich wüsste sonst nicht, was ich jetzt so langsam machen sollte. Oder muss ich einfach stehen bleiben? Tja. Was muss man hier machen? Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Strom anmachen? Ist, glaube ich, nicht drin. Vielleicht da unten die Blutlache berühren. Ist auch nicht drin. Boah, Mann. Was muss ich denn hier tun? Mendes ist allein. Wäre doch bloß nicht diese Zeitverlangsamung, die nervt so ein bisschen. Ich würde gern wissen, wie ich das Ganze hier anmache. Da hoch. So. Na bitte, man muss doch nur den Weg finden. Wenn man ihn denn finden würde. So. Jetzt sind wir hier oben. Was geht's hier? Was gibt's jetzt? Okay. Ach so. Hoppala. Ich dachte, ich muss das die ganze Zeit erstmal festhalten und drehen. Oh, das wird Pech für den Knallen. Oh, 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 oh. Wenn ich mich nicht dabei mit selber brotze, hier ist ja alles aus purem Metall. Tut mir leid, mein Freund. Jetzt gleich gibt es Ragout. I have you now, creature. I will destroy you. Stop him! Stop him! Kill him! It is over. It is time to end this madness. Jetzt muss ich, glaube ich, wieder runter, oder? Da warten doch bestimmt Schweine. So. Jetzt. Wo zum Teufel bin ich hier? Alter Schwede. Tja, was soll man dazu noch sagen, ne? Komm wieder raus da, mein Freund. Oder wie mache ich das jetzt? Muss ich hier irgendwas drücken? Alter, was ist da oben? Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll.
Okay, wir gehen einfach mal da hinten. Muss man da nicht irgendwie was machen? Man ist doch nicht umsonst hier drin. Ich will hier nicht einfach gehen und dann gibt es hier ein schlechtes Ende. Ich weiß nicht, ob es hier mehrere Enden gibt. Oder ob es hier überhaupt ein Ende gibt. Aber ich glaube, hier kannst du nichts machen. Gehen wir mal nach da hinten. Vielleicht gibt's ja da die Schalter, um das Ding ab. Mandus, please, I am no more evil than you. We sought the same thing, to save humanity, ridding them of their painful, stupid, pointless lives. Mandus, stop. Think about what you are doing. For your children, Mandus. Do not speak of my children, monster. I did not kill your children, Mandus. You sacrificed them on the temple steps, knowing what the coming century would do to them. Your sons will drown, lungs full of mud and shrapnel on the banks of the Somme. You wanted to save them from the horror to come. That is the vision we shared. Everything we have built to avert this coming nightmare. You and I are one. We are the same. Our souls are entangled. We deserve to make them free. Alter Schwede. Make them free. Ja, nee, ist klar. Jetzt sagen wir nicht, die stehen da auch noch. Gut, da stehen sie nicht. Oh oh. Die Schweinerei. Nee, ist klar. Eieieiei, der ist durch, der Mann. Der ist echt durch. Kindchen. I have stood knee deep in mud and bone and filled my lungs with mustard gas. I have seen two brothers fall. I have lain with holy wars and copulated with the autumnal fallout. I have dug trenches for the refugees. I have murdered dissidents where the ground never thaws and starved the masses into pain. A child's shadow burnt into the brickwork. A house of skulls in the jungle. The innocent Mandus trod and bled and gassed and starved and beaten and murdered and enslaved. This is your coming century. They will eat the Mandus. They will make pigs of you all. And they will bury their scalps into your ribs, and they will eat your hearts. Ich kann kein Licht anmachen. Das wollte ich eigentlich nur die ganze Zeit sagen. Da müssen wir halt jetzt hier die Pyramide hoch ohne Licht. Tut mir leid, wenn ihr jetzt ein bisschen schlechter seht, aber das Licht geht nicht mehr an. Wahrscheinlich kleiner Knallschaden. Dieser epische Moment. Stufe um Stufe. Jeder Schritt bringt mich eins. Einmal mehr zum Sieg. Für die Freiheit. Für meine Lieblingspommesbude. Für, was weiß ich, für die WM.
Diese Szenerie erinnert so ein bisschen an Dark Descent am Ende. Das war man auch ganz langsam und in so einem kleinen Raum. Da, da, die. I am begging you. You made me. You are my creator. My father. You cannot destroy me. Please, Mandus, no. For your children. Da hängen die Kinder. Gib Stoff. Oh oh. Was war das denn? Und jetzt sind wir wieder tot, oder? Alter Schwede. Wieso muss der Protagonist eigentlich immer sterben? Kann mir das mal jemand sagen? In Dark Descent? Jetzt auch noch hier? I lay there. And watched the god I had created die. At the end, when we were cold as the stone we had hewn his body from, when the lights were nearly all extinguished, we heard, in the silent distance, the man-pigs singing to one another. Then, as the last lights were gone, and we lay together in the deep, they drifted away, and all was silent. Such a silence I have never known. And as the dust settled on my open eyes, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep. A church bell ringing out. And in that moment, the new century was born. Tja, das war ein relativ kurzes Erlebnis, wenn ihr mich fragt. Jetzt muss ich mir noch irgendwie was überlegen, was ich jetzt die Woche noch einwerfen kann. Naja. Ich mag aber nicht. Ah, das kannst du. Doch, kannst du wohl. Gott sei Dank. Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Das hört man vielleicht auch raus. Ja. Das war relativ kurz. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir das erste Amnesia wesentlich besser gefallen, auch von den Horrormomenten her. Das hatte am Ende mehr was von Outlast als alles andere. Aber mal schauen. Die Story war gar nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall mal probieren. Sag ich ganz ehrlich. Wenn es... Dürfte ja jetzt günstiger zu bekommen sein als vorher. Also... Tja, ich hoffe, euch hat's auch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Euer Sophie!